Hallo Leute und willkommen zurück zu Star Wars The Force Unleashed 2. Das ist der letzte Part. Heute auf der Xbox 360. Ja. Denn wir wollen ja den konsolenexklusiven DLC spielen. Und werden da jetzt erstmal. Einfach damit es schnell geht jetzt, weil ich jedenfalls ja sowieso rausschneide. Deswegen sehen wir uns gleich wieder beim bösen Ende. Bis gleich. Deine Bestimmung. Da sind wir wieder. Und diesmal sehen wir uns die dunkle Seite an. Und ich merke übrigens gerade, wie extrem laut die Xbox im Hintergrund ist. Aber das lässt sich leider nicht abstellen, weil es ist halt eine Xbox. Einmal dunkle Seite. Ich habe gelogen, als ich dir gesagt habe, der Klonprozess wäre noch fehlerhaft. Du hast die letzte Prüfung absolviert. Womit kann ich euch zu Diensten sein, Meister? Nimm diesen Raumjäger. Durchsuche jeden Winkel der Galaxis. Finde auch den letzten Rebellen und vernichte sie. Wie ihr befehlt. Ja, es war sehr ähnlich, aber es war sehr viel übler. Aber naja, das ist wichtig, weil in Endor spielen wir jetzt hoffentlich auch schwer. Ja, spielen wir jetzt natürlich den Rest der Story durch. Ich hoffe übrigens, dass es mit dem Sound so klappt, wenn ich möchte, das Video im Nachhinein bearbeiten oder so. Es war einmal vor langer Zeit. Ah ja, übrigens, ihr seht jetzt gerade, glaube ich, schon etwas. Titelmelodie? Okay. Okay, diese Untertitel fangen mich so hart ab. Dass ich das gucken mal, kann ich das überspringen? Nein. Oh mein Gott. Ist das Panne? Das ist ja richtig Panne. Oh mein Gott. Basically, Großteil des Plots von Episode 6. Auch wenn normalerweise der letzte Abschnitt auch ein Block ist, aber die vier Punkte immerhin haben sie darauf geachtet. Ja.
Die Rebellen müssen gestoppt werden, ehe sie den Schildgenerator zerstören. Niemand darf überleben. Ich verstehe, Meister. Diesmal wird uns niemand aufhalten. Ja, mein Meister. Diesmal haben sie einen anderen Sprecher für Darth Vader genommen. Interessant. Ja, hier gibt es meiner Ansicht nach, glaube ich, keine Collectibles. Ich lag damit falsch. Ein neues Kostüm. Jedi-Jäger. Rebellengrenadier. Gesperrt. Gesperrt, gesperrt. Gesperrt, gesperrt. Sprungsalat, Boba Fett. Arena, Kampfrüstung, experimentelle Jedi-Rüstung. Probe des dunklen Schülers. Das ist doch das hier, was wir eigentlich haben wollen. Das war das aus der Sequenz gerade. Ja. Wie gesagt, es ist eine Xbox 360, die rattert halt. Das ist, das ist halt, wisst ihr, ich würde mir halt eigentlich eine Xbox One noch eventuell holen, aber das hier ist einfach. Naja, genau. Wir starten hier mit der Skillung rein, aber die Lichtschwertfarm aus dem Hauptspiel werden übernommen. Was natürlich komplett Panne ist. Ja, wir zichten hier natürlich auf alle Vorteile. Und spielen hier natürlich rot durch. Alle auf ihre Position, aufgepasst! Ja, das Beste ist wohl von der Ton. Obwohl ich hier eigentlich leider, wir werden den Bosskampf so machen. Ja, hier gibt es einen Bosskampf, aber wir machen erstmal dieses Schwerter-Setup hier rein. Aber wir können jeglichen Punkt gebrauchen, weil wir halt bestimmte Level verloren haben und ich wenigstens gerne Stufe 3 Blitze hätte, wisst ihr, so. Diese Standardblitze sind total cool. Zack. So. Ja. Ich finde übrigens, wie leider ein Großteil dieses Spiels, verglichen mit dem ersten Teil, ist das hier leider auch sehr viel Wasted Potential mäßig. Mein Gott, Xbox, jetzt chill mal, ey. Ja, das hier ist die Landungsstelle und das. Ja, also der schreit wieder nach. Nach super viel Wasted Potential. Oh mein Gott. Da kann ich mich gar nicht mehr erinnern. Chill, Bruder. Okay, okay. Das klingt verdammt ungesund, was der hier macht, der Junge. Und oh mein Gott, ich kann mich an das Ding erinnern. Man kann die Bewegungsunschärfe bei der Kamera leider nicht ausschalten hier. In der Xbox-Version stimmt ja. Genau, ich mache nicht denselben Fehler wie beim letzten Playthrough-Versuch. Da habe ich diesen Stock nämlich vergessen und versucht, den Abschnitt so trotzdem zu erkennen.
Das sind die beiden Speeder, mit denen Leia und Luke lang geflogen sind. Ja, Aufstand der Teddybären, ich hab's verstanden. Steht jetzt auch mich am liebsten. Alter. Auf mich so abzufangen, Alter. Tschüss, Teddybär. Schön, Bruder. Ich höre echt gar nichts von dem Spiel vor. Ja, ich höre echt gar nichts von dem Spiel. Vor lauter. Einfach mal hier durchdashen. Die Männer jetzt auf den Senkel, Alter.
Meine Fresse, ey. Wie viel brauchen wir für die Blitze? Genau, 52.000. Hoffentlich kriegen wir die noch zusammen. Chewie, Gesellschaft. Zieh den Kopf ein, Chewie. Ich geb dir Deckung. Okay, ich glaube, ich muss jetzt mal was am Audio machen. Lass mich nicht im Stich. So. Zack. So. Kannst du endlich mal rauskriegen, wie man das Ding steuert? Hier wird's langsam etwas brenzlig. Okay, dem Ding da oben sollte ich ausweichen. Das ist der spannendste Bosskampf aller Zeiten. GG. Ich bin daran gestorben, obwohl ich davon nicht getroffen wurde. I mean, ist ja nicht so, dass ich mein Lichtschwert da rausgehalten und geblockt habe und er Blasterfeuer auf mich geballert hat. Warum auch immer ich da trotzdem Damage kriege, aber hey. Kannst du endlich mal rauskriegen, wie man das Ding steuert? Hier wird's langsam etwas brenzlig. Thank you, dass du endlich mal den ganzen explosiven Quatsch auf den Kack-Kampfwerfer rausgehalten. Sollte ich nicht kaputt machen? Okay, wir cheesen das Ding jetzt. Tut mir übrigens voll leid, Chewie, aber... Oh, come on, really? Jetzt geht das Ding kaputt. Lass dir was einfallen. Oh, ich habe den Wookie wütend gemacht. Ja, und jetzt schießt, jetzt schießt das Solo.
Und ja, ich habe gesagt, wir machen den Bosskampf mit den roten Lichtschwertern, aber das ist noch nicht der Bosskampf, den ich meine. Genau. Autsch. Jo, okay. Einfach immer irgendwie das explosive Zeug zurückwerfen. Ups, da haben wir wohl die Rakete nicht auf den Wookie geworfen. Ich bin außerhalb der Reichweite. Der Prinzessin mehr Zeit verschaffen. Ich dachte, jetzt beginnt mir irgendwie wieder eine Sequenz, weil ich eine Lebensleiste leer gemacht habe und eine neue Phase beginnt, aber. Sehr spannend, dieser Bosskampf. Hallo? Macht ihr noch was? Oder? Da ist mein Sprengzeug. Oh. Quicktime Event. Well, ratet mal, wo Disney den Shit her hat. Alter, diese Xbox, ey. Meine Fresse. Dabei ist das schon die Slim-Variante, ne? Oh mein Gott, die wird ja extrem schnell, extrem heiß. Die pumpt ja auch richtig heiße Luft aus. Das ist ja super heiß. Ist ja. Alter. Die muss ja ein richtiges Lüftungsproblem haben. Prinzessin, geht weiter. Wir geben euch Deckung. Platziert die Ladung. Verstanden. Und danke. Leider nicht die originale Synchronsprecherin von Leia. Ich glaube, hier haben sie wenigstens die Clone Wars Synchronsprecherin von Padme für Leia genommen. Ich glaube, das ist Catherine Tabor. Denn sie synchronisiert sie auch im Hauptteil. Sollten jetzt immer wieder endlose Mengen an Gegnern kommen, wäre das für mich natürlich zum EP-Farmen super cool. Oder wäre es, wenn ich die Gegner hier erwischen würde? Okay, ich musste die Wellen einfach fertig machen. Absolute ultimative Hinrichtung. Macht Kraft-Upgrade verfügbar. Ja.
Oh Leute, ich habe damit mit diesem Blind Throw echt was gekillt. Ja, GG. Das war ja mal eine absolute Clown-Fiesta. Egal, wir nutzen einfach unsere Macht. Die benutzen wir ja sonst eh nie. Und dann fräsen wir uns hier schön schnell kurz mit der Macht durch. Verdammt, sie hat genau bis dahin nicht gehalten. Und weg ist er. Der Special Part geht übrigens schon echt lange. Also, GG. Oh mein Gott, wie habe ich so lange gebraucht dafür? Jawohl, da ist er endlich, der verstärkte Blitz. Und danach wechseln wir natürlich zu dem DLC-Kostüm. Damit. Also ehrlich. Okay, das war so nicht geplant. Alter, wie ist das?
Okay, Leute, jetzt verstehe ich auch das Problem mit der Überhitzung. Der pumpt das Zeug gar nicht aus der. Der pumpt das, die ganze heiße Luft nur aus einer der beiden Lüfter. Also das Ding hat oben und unten einen Lüfter. Und ich habe es auf die Seite gelegt, damit halt beide Lüfter verwendet werden. Das macht die lustige Xbox und benutzt nur den einen Lüfter. Das erklärt das Ganze vielleicht so ein bisschen. Habe ich gerade Schaden von diesen Explosionen bekommen? Obwohl ich nicht gegangen. Obwohl die nämlich mich nicht getroffen haben? Wir haben schon 6000. Ich verstehe nicht, warum ihr das tut. Cooler Ass. Es gibt vieles, was ihr nicht versteht, Sith. Nach dem Verlust meines Bruders auf Hoth habe ich das Schicksal erfüllt, das ihm versagt blieb. Jetzt bin ich ein Jedi. Ja, das ist der Bosskampf, den ich meinte. Und dafür werden wir natürlich in das Jedi-Jäger-Kostüm wechseln. Und der Kontrollpunkt wird damit eh neu geladen, weil damit kriegen wir eh wieder Full Life für den Fight. Und jetzt chill bitte, Xbox, ey, das klingt so ungesund. Ich glaube, wir haben gerade einen Weak Spot von ihr gefunden. Tja, sie ist nicht stark genug, um ihn zu besiegen. Also. Ah, ja, genau das war. Das war das Ding hier. Einfach ein bisschen Geduld haben.
Ups. Jetzt. Ja, wie gesagt, der Bosskampf ist ja, müssen kurz warten, bis die Macht Energie wieder aufgeladen ist. Ich hab das Ding doch reflektiert, Mann. Einfach, wenn die voll offensive gehen. Okay, wenigstens kurz warten, bis mein Leben wieder aufgeladen ist. Ich habe die falsche Taste gedrückt. Ich habe B gedrückt statt LB zum Dashen. Why? I cannot tell you. War leider schon wieder nicht richtig ausgerechnet. Übrigens, Fun Fact, sie hat das gleiche Lichtschwertmodell wie Luke. So, sie stand danach, ja, GG. Alter, reagier mal bitte korrekt auf das LB drücken. Ich habe gerade 5 LB gedrückt und der ist nicht einmal gedasht, der dumme Button, der dumme Lappen. Alter. Es ist doch erst 0.30 Uhr, Junge, warum nicht so useless? Ja, GG. Also,
Da funktioniert das Dashen aber mal wieder richtig ausgezeichnet, wa? Der dasht nicht! Der fucking Lappen dasht nicht! Der dasht einfach nicht! Der benutzt den... Der dasht nicht! Jetzt funktioniert das aber hier. So, dem Lichtschwert kannst du nicht ausweichen, oder was? Du musst ihn blocken. Es ist vorbei, dreckige Rebellen. Now you see, was ich meine mit Wasted Potential? Ein großer Tag, Lord Vader. Es ist der Todestag der Rebellion. Ein Zeitalter des Friedens beginnt für das Imperium. Es gibt da nur noch ein kleines Detail, um das wir uns kümmern müssen. Sehe ich aus wie ein Narr? Eure armseligen Pläne, mich mit diesem erbärmlichen Klon eures ehemaligen Schülers zu stürzen, waren nur zu leicht zu durchschauen. Jetzt, Skywalker, sterbt ihr. Captain Sarkley, mein Gebieter, nehmt die Truppen, zerstört den Klon. An der Stelle denkt man dann immer noch, boah, jetzt passiert garantiert noch irgendwas. Vor allem, weil er ja dann noch neben ihm liegt und dann passiert nur das. I mean, Fortsetzungsköder, possibly? Aber, ja. Okay, ich würde wirklich gerne hier die Credits durchlaufen lassen und darüber irgendwas erzählen, aber das geht mir so auf den Keks mit der Xbox, ja. Alter! Ja, also das Projekt war ganz cool, habe ich eigentlich im letzten Part schon verabschiedet hier. Ja, hoffe es euch gefallen, von Xbox Live getrennt, geil. Das ist eher so semi-cool. Na egal. Ja, ich will an der Stelle sagen, das war's dann auch schon mit dem Projekt und dem Video. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wie gesagt, schwer Spaß macht. Der DLC war halt mehr vom Gleichen, hat alles richtig gemacht. Hat so ein bisschen so von wegen, ja, man hat so mit den DLCs so ein bisschen verwechselt, was in der bösen Storyline des des anderen Starkiller passiert ist, weil da ist irgendwas mit Luke und dann und jetzt hier Leia. Ein bisschen komisches kommt mir so vor. Es schreit halt einfach nach dem Rest vom Spiel, als wäre es irgendwie unfertig dahingeklatscht worden. So, was ich jetzt erwartet hätte, wäre so Fortsetzungsköder, weil er killt Leia nicht, sondern
Er bricht sie halt und sorgt dafür, dass sie sich halt auf seine Seite stellt. Das, was der andere, was der originale böse Starkiller mit Luke gemacht hat, hätte dieser böse Starkiller-Klon jetzt mit Leia gemacht, wäre cool gewesen. Hätte ich mich drüber gefreut. Auf jeden Fall auch danke an die Leute, die diesen DLC entwickelt haben. Das vergesse ich immer manchmal. Ja, jetzt komme ich doch rüber über die viel zu laute Xbox. Na egal. Ja. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Mir hat das Projekt auf jeden Fall Spaß gemacht. In 2 Tagen geht es dann für euch weiter mit der deutschen Fassung von Assassin's Creed 4 Freedom Cry. Die werden wir einmal zu 100% durchspielen. Dann direkt nochmal zu 100% durchspielen. Nämlich auf Englisch. Warum ich das so mache, fragt mich nicht. Ich habe es mir so ausgesucht. Weil der halt noch fehlt, der Freedom Cry DLC bei beiden. Und deswegen. Ja. Keine Ahnung. Habe ich mir das so zurechtgelegt. Ja, ansonsten geht es dann auch noch weiter mit The Last of Us. Ich hoffe dann, dass ich es endlich mal hingekriegt habe, den nächsten Skyward Sword Part zu bringen, wenn das hier ist. Das ist übrigens hart im Voraus aufgenommen. Dieser Part kommt für euch erst zu sehen. Oh mein Gott, die 50 Millionen, ja. Hi, YouTube Studio. Ja, Inhalte geplant. Das hier kommt am 29. Ich wollte gerade September sagen. Das kommt in der Woche. In der Woche kommt dieses Video online. Ich hoffe, dass ich bis dahin geschafft habe, einen weiteren Part Skyward Sword zu schneiden. Ja, hört richtig. Ich bin nämlich aktuell immer sehr. Ich komme einfach nicht dazu, das zu machen. Und ich glaube, das kam schon des Audios. Das hier nicht. Es ist keine Endlosschleife. Riesige Leer. Ja. Komisch. Egal. Ja. Genau. Oh mein Gott, der läuft jetzt nicht noch die Ender-Credits durch. Jetzt laufen nochmal die gesamten Game-Credits durch. Können wir im letzten Part alle schon gesehen? Na gut, dann würde ich an dieser Stelle sagen, beende ich das Video mal. Die haben wir im letzten Part alle schon gesehen. Erneutes Dank an alle Leute, die mitgemacht haben. Wir sind zum nächsten Projekt wieder. Ich hoffe, dieser Special Part mit dem Ender DLC als Abschluss hat euch gefallen. Trotz meiner extrem viel zu lauten Xbox. Und da bleibt mir nur noch zu sagen: Möge die Macht mit euch sein. Und tschüss.